Hast du in einem Video oder einem Blogbeitrag zu einem Microsoft Office oder Microsoft 365-Programm schon mal etwas gesehen, was dann bei dir nicht ging? Oder warst du schon mal auf der Suche nach einem Befehl, den du ganz oft verwendest und der plötzlich nicht mehr da war, wo du ihn erwartet hast? Dann liegt das an den verschiedenen Varianten und Versionen von Microsoft Office, Microsoft 365. Und das ist wirklich nicht so einfach. Deshalb lasst uns Licht ins Dunkle bringen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und ich stelle euch jetzt erstmal die wichtigsten Aspekte von Microsoft Office bzw. Microsoft 365 Programmen vor und demonstriere euch die dann und gehe da auch schon ein bisschen auf Unterschiede ein. Wenn euch das Video weiterhilft, dann vergesst nicht den Daumen hoch. Ich werde in nächster Zeit einige Videos zu den Unterschieden von Microsoft Office Programmen, Microsoft 365 Programmen zeigen. Also wenn du da nichts verpassen willst, dann abonniere den Kanal und schalte die Glocke ein. Ja, was sind nun die wichtigsten Unterschiede, Aspekte bei Microsoft Office, Microsoft 365 Programmen? Und da wäre zunächst mal zu nennen die Programmart. Dann die verschiedenen Versionen der Programme. Die verschiedenen Bezahlvarianten, die sich Microsoft ausgedacht hat. Dann die Editionen, also die Office-Pakete, wie Office zusammengestellt ist und was das für Konsequenzen hat. Und zum Schluss noch, sehr wichtig inzwischen, die Dateiablage bzw. der Speicherort. Starten wir mal mit den Programmarten. Ganz klassisch Desktop-Apps wäre Word für Windows, Word für Mac. Das heißt, hier geht es um das Betriebssystem, auf dem diese Software läuft. Und da gibt es inzwischen in den letzten Jahren vermehrt die ganzen Mobile-Apps, also Word für iPhone, Word für Android, Word für iPad. Ich zeige euch das jetzt alles mal am Beispiel von Word. Und dann gibt es aber auch noch die Web-Apps, also Word im Web. Das ist dann nicht mehr betriebssystemabhängig, sondern das ist dann browserbasiert. Da ist eher die Frage, arbeitet ihr dann mit Chrome oder Edge oder mit welchem Browser arbeitet ihr? Dann die verschiedenen Versionen der Programme. Da kennt ihr wahrscheinlich normalerweise den Marketingnamen, also Word 2013, Word 16, 2016 oder auch zu Word 2019. Genau genommen haben die Versionen aber Nummern und die Versionsnummer bei Word 2013 wäre zum Beispiel Word 15 und bei Word 2016 und Word 2019 ist die Versionsnummer 16. Ich zeige euch das dann nachher auch gleich im Anschluss. Und dabei ist ganz wichtig der Update-Stand. 21.07 zum Beispiel ist bei mir der aktuelle Update-Stand vom Juli 2021. Und den kann man auch nachschauen, beziehungsweise man kann auch sehen, welche Änderungen in diesem Update-Stand alle durchgeführt worden sind. Früher waren Updates eher selten, heute ist es, ich sag mal, mindestens eins im Monat, eher auch mal zwei oder drei. Dann die Bezahlvarianten. Es ist tatsächlich so, dass ihr zum Beispiel Word gratis verwenden könnt im Web, dass ihr Word aber auch einmal kaufen könnt und dann so lange verwenden, wie es eben bei euch läuft, beziehungsweise wie auch Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen und dann relativ neu die ganzen Abonnements oder auch Pläne, wie Microsoft es nennt. Jetzt geht Microsoft her, und das tut Microsoft ja schon seit Jahren, und packt verschiedene Office-Programme zu Office-Paketen zusammen, zum Beispiel Office Standard mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Publisher oder auch Office Professional, wo ihr dann die Standardprogramme habt plus Access und OneNote. Und jetzt gibt es neuerdings Microsoft 365 und das ist sozusagen alles, was mit Office zu tun hat, aber nicht mehr einmalig gekauft wird, sondern mit einem Abonnementplan verwendet wird. Und da gibt es verschiedene Varianten. Privat, aber auch geschäftlich, aber auch für Universitäten. Das wären dann so Bezeichnungen wie Business Basic, Business Standard, aber auch E3, E5 für Unternehmenspläne oder A1, 3 und 5 für Studium- und Schulpläne. Und der letzte Aspekt ist die Dateiablage und der Speicherort. Also ob ich lokal oder im Netzwerk meiner Firma ablege oder ob ich in der Microsoft Cloud ablegen ja, kann oder muss und auch die Möglichkeit, in anderen Clouds abzulegen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, da gibt es jetzt ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Also nehmen wir mal das Beispiel gratis, du willst Word gratis verwenden, dann musst du
deine Dateien in der Microsoft Cloud ablegen. Du kannst sie zwar zusätzlich auch irgendwo auf einen lokalen Rechner kopieren, aber wenn du sie verwendest, müssen sie in der Cloud liegen und es gibt keine Möglichkeit, gratis ohne Cloud zu arbeiten. Oder zum Beispiel Microsoft Forms, eine Microsoft 365-App, die es nur als Web-App gibt und nicht als Desktop- oder Mobile-App. Und dann aber natürlich die klassischen Apps wie Word, die man als Desktop, Mobile und Web-App verwenden kann. Also ihr seht, es gibt verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Und wenn ihr da Fragen habt, bitte schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich, euch die beantworten zu können. Ich kriege dann auch ein besseres Verständnis dafür, was euch interessiert und was ihr braucht. Und damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, schauen wir mal in die Programmarten rein. Ich habe da ein paar Bildschirmabzüge gemacht. Und zwar hier erstmal Word Desktop App für Windows. Hier habt ihr das Menüband mit Titelleiste und Dateiname. Und dazu gibt es jetzt auch die Word Web App hier mit eingeklapptem Menüband. Und ich habe hier mal das Menüband noch ausgeklappt. Das ist zwar nicht der Standard, aber ich würde das so verwenden, wenn ich es benutze. Und ihr seht hier schon Datei, Start, Einfügen, Entwurf, Datei, Start, Einfügen, Layout. Also zum Beispiel gibt es unterschiedliche Menübänder und da kommt es dann her, dass man vielleicht gerade in der Desktop-App gearbeitet hat und jetzt arbeitet man plötzlich in der Web-App, weil man vielleicht über Teams die Datei aufgemacht hat und plötzlich fehlt so ein Menüpunkt. Und da gilt es drauf zu achten und deshalb werde ich hier auch mehr Videos machen, die dann auf solche Unterschiede eingehen. Und ich habe hier jetzt mal noch einen Bildschirmabzug mit dazu, Word Mobile App für iPhone. Und ihr seht, auch hier gibt es diese Menüs wie Start, Einfügen, aber dann eben nicht Entwerfen, Entwurf, Layout, Referenzen, Sendung und so weiter, sondern dafür eben dann ein paar andere. Dann kommen wir zu den Versionen der Programme. Ich habe hier mal Word aufgemacht. Und zwar die Desktop-App. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was ihr da genau habt, dann geht ihr auf Datei, Konto. Und da seht ihr hier Info zu Word. Da habt ihr die Version 21.07 mit einem bestimmten sogenannten Bild. Und wenn ihr auf Info zu Word klickt, dann seht ihr, was es hier genau ist. Und ihr seht, das hier ist Word 16. Also in meinem Fall ist es Microsoft Word 2019, das sieht man aber hier gar nicht mehr, weil hier eben der Microsoft 365 Name angegeben wird. Noch ein kurzer Nachtrag zur Versionsnummer. Und zwar seht ihr in dieser Seite von Microsoft, die habe ich auch unten verlinkt, seht ihr hier die Versionsnummern. Ihr seht, die gibt es teilweise auch mehrfach für einen bestimmten Monat. Und ich nehme mal hier als Beispiel die Versionsnummer 21.05 vom 24. Mai. Da sieht man sehr schön, es gibt hier ein Feature-Update für Excel, für PowerPoint und eine ganze Menge für Teams. Und dann gibt es auch noch gelöste Probleme zu Excel, Outlook und PowerPoint und so weiter. Also hier findet ihr für die jeweilige Version die Aktualisierungen, sodass ihr, wenn ihr eine neue Version bekommt, auch gut nachschauen könnt, was sich geändert hat. Und wir schauen uns als nächstes die Bezahlvarianten an. Dazu habe ich mal ein paar Dinge vorbereitet. Ich verlinke euch auch diese Links nachher unten in den Kommentaren. Also hier seht ihr, hier könntet ihr kostenlos mit Microsoft Office arbeiten. Auch dazu wird es demnächst ein ausführlicheres Video geben. Dann habe ich hier mal verlinkt eine Seite, da könnt ihr für zu Hause, für kleine mittelständische Unternehmen, Großunternehmen und Schule und Studium mal sehen, was es da so für Varianten und Pläne gibt für zu Hause zum Beispiel. Da seht ihr, hier gibt es die Möglichkeit, Microsoft 365 mit einer Jahreslizenz zu nehmen. Aber ihr könnt auch, ich blätter hier mal ein bisschen nach unten, auch Microsoft Office Home and Student nennt sich das dann als Einmalkauf erwerben. Ich persönlich, damit ihr wisst, was ich verwende diese Variante für Großunternehmen. Hier gibt es Pläne und Preise. Und der Plan, den ich verwende, ist dieser Microsoft 365 E3 Plan, den ich hier nutze. Soweit also erstmal zu den Bezahlvarianten, gratis einmal Abo. Dann die Office-Pakete, das haben wir gerade auch schon ein bisschen gesehen, hier mit den Plänen. Wie gesagt, ich verwende den Plan E3. Und dann noch zum Dateiablage- und Speicherort. Ich habe mal hier eine Datei in
Word fürs Web aufgemacht. Und da seht ihr zum Beispiel, hier wird automatisch gespeichert in der Cloud. Man sieht hier auch den Ablageort und den Dateinamen. Den könnte man hier übrigens auch ändern. Und wenn ich jetzt von Word im Web direkt zur Word Desktop App kommen will, dann wähle ich hier Bearbeiten, in Desktop App öffnen. Und dann sieht man auch schon, dass das hier etwas anders aussieht von der Darstellung her. Ich wechsle nochmal zurück. Seht ihr also hier eine etwas andere Darstellung im Web, als ich das in der Desktop-App habe, auch wenn das im Ausdruck nachher gleich aussieht. Und nachdem ich jetzt in der Cloud abgelegt habe, kann ich hier oben, wo der Dateiname steht, anklicken. Und sehe jetzt den Dateinamen, auch den Speicherort auf dem SharePoint-Server. Ich kann hier den Dateinamen verändern und ich kann auch auf einen Versionsverlauf zurückgreifen. Und sowas habt ihr nicht, wenn ihr lokal oder im Netzwerk arbeitet. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich würde euch gern gleich alle möglichen Unterschiede und Varianten noch zeigen, die es dann in den verschiedenen Programmen gibt. Aber das würde zu lang werden, deshalb soll das für heute erstmal reichen. Also bitte schreibt mir eure Fragen unten in die Kommentare. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg beim Anwenden und Umsetzen dessen, was ich euch heute gezeigt habe. Und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.